geht es nach Vegas. Jasmina und ich machen einen Roadtrip. Ich hole jetzt mit Jasmina ab und dann geht es nach Las Vegas. This morning, nothing special. I thank you. I mean, what the Hallo, meine Lieben, wir haben es dann auch mal nach Vegas geschafft. Es ist Sonnenuntergang mittlerweile und wir stehen jetzt an, um Fotos mit dem Las Vegas Sign zu machen, was ganz da hinten hinter dieser Schlange ist. Und wir müssen auf jeden Fall das perfekte Bild hinkriegen, weil sonst lohnt sich das gerade so gar nicht. Man sieht den Sonnenuntergang im Hintergrund und dann kann gleich die Nacht beginnen. Vegas!
Leute, das Vegas-Schild, das war ja ganz nice. Aber wir haben ein paar Schilder gefunden, die uns ein bisschen mehr gefallen. Es gibt hier ein sich drehendes In-and-Out-Schild. Es dreht sich. Könnt ihr es glauben? So richtig rum. So richtig rum. Und da hinten, ah, das sieht man jetzt gar nicht gut, hinter den Palmen ist ein Monster In-and-Out-Schild. Lass uns einmal da rumgehen. Gönnt euch dieses Schild. Ich weiß nicht, ob man das richtig sieht, wie riesig das ist, aber das ist einfach nur extrem groß. Und es glitzert und es blinkt und es ist zauberhaft. Es ist zauberhaft, genau. Wir gönnen uns jetzt Burger. Sehr nice. Du bist so weit weg von mir. Meine Socken sind cooler. Ich weiß. Du hast aber neben deinem Bett das schöne Foto. So richtig schön die Deko. Wo geht's jetzt hin? Will das Strip? Ja, wir sind ja leider unter 21. Deswegen ist unsere Erwartung, dass wir in keinen Club reinkommen, was ja auch irgendwie logisch ist. Aber wir gehen jetzt trotzdem zum Strip und gucken uns da alles an. Da sind ja auch die Caesars Palace, Bellagio, New York, Paris, den ganzen Kram. Und mal sehen, was da so abgeht. Ja, yeah, Amsterdam ist crazy. It was kind of like Vegas. Oh, I get, yeah. Without all the lights and stuff. Oh, where I was at, the lights were on all night long. I stayed right in the red light district. Kid. But I had culture shock when I got there because I was like, what? Oh, fuck? I guess. I'm walking down the street and there's a window full of dildos and I'm like, what the fuck? I know, man? Right? And then the next window is all leather gear. And then the next sign is live sex shows. And this guy's walking me down these alleys to show me where the bulldog was. And I'm starting to think, man, is this dude gonna rob me? And then he ended up being a priest. Wir wissen gerade selber nicht so richtig wohin. Aber das ist typisch. Mitten in Las Vegas, würde ich sagen. Gerade in Venedig gelandet. Vegas Hotels sind einfach so extrem krass. Wir sind gerade in Venedig und das ist einfach eine Fake-Himmel und hier gibt es einfach einen Kanal mitten in der zweiten Etage eines Hotels. Gerade nicht, aber ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Oh mein Gott. Das ist leider nicht unser Hotel. Ich muss euch enttäuschen. I am the man. You ugly. You your daddy's son. Guten Morgen aus Vegas. Wir haben gerade unser Festmahl an Frühstück hier. Die Hälfte fällt schon runter. Meine Kamera steht gerade auf meinem Auto. Ich wollte euch einmal das Hostel zeigen, in dem wir gepennt haben.
nicht so, wie es von außen aussah. Und sah es auch von innen aus. Und wir gönnen uns jetzt erstmal unser Frühstück. Und wie geht's dir so? Wir leben am Limit hier. Wenn man keinen Löffel hat. Es sieht vor allem aus, als sei es schon, steht es schon in dem Laden seit ein paar Monaten. Übrigens ist hinter uns gerade diese Little White Chapel, wo alle Stars und so geheiratet haben. Und da wollen wir gleich einmal durchgehen.